legale Regierung macht. Da gibt es legitime Interessen. Und was wir in Europa haben, ist das Regelwerk betreffend ein gleiches Buch. Also die Regeln in Europa sind überall identisch, die Umsetzung ist möglicherweise nicht immer identisch, aber die Regeln sind weitgehend ähnlich. Ich hätte übrigens die ganze Zeit sagen sollen, ich rede hier nur für mich. Sie können nicht meine Institution dafür verhaften. Das ist immer die übliche Ausrede. Also, ich bin der Meinung, dass man die Aufgaben dort lassen sollte, wo sie am effektivsten umgesetzt werden sollen. Das kann auch die zentrale Ebene sein. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die europaweit agierenden Institute einen einheitlichen europaweiten Regulierer haben sollten. Der muss dann nicht in Brüssel sitzen, aber er kann eben der Lead Regulator und Lead Supervisor sein. Ich glaube aber auch, dass es für die dezentralen Institute und in Deutschland haben wir ganz viele davon keinen Sinn macht, so etwas zu zentralisieren. Wichtiger ist diese einheitliche Regelsetzung. Also man liest aus demselben Skriptbuch. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist nicht nur Technik, sondern zu großen Teilen auch Interessen in Politökonomie. Ist ja nicht schön. Jeder hat Interessen. Zweites Bretton Woods, internationaler Währungsfonds. Der internationale Währungsfonds ist in eine Dimension gekommen, die schon riesig ist. Das betrifft Sonderziehungsrechte. Ich habe mich bei denen sehr unbeliebt gemacht, dass ich gesagt habe, wir sollten auch mal über den Exit nachdenken. Wir wollen immer mehr. Das ist eine Diskussion, die ist ganz anders, als wir die vor ein paar Jahren hatten. Die wollen jetzt auch so eine Versicherungsrolle wahrnehmen. Da sind wir dezidiert dagegen. Der letzte Punkt war gewesen, dass wir nur so im Sinne von gut zureden, die Banken bewegen. Wir sind jetzt die mehr analytischen, die mit den Makrothemen unterwegs sind, aber wir machen auch Aufsicht. Und die Aufsicht bei den Staatsinstituten ist dann sehr nah an der SOFIN dran. Und die werden eben deutlich Vorgaben gemacht bekommen. In allen Richtungen. Ich glaube aber, dass es zunächst wichtig ist, zentral sein, so dass man einen Rahmenwerk hat, in dem die Leute im eigenen Interesse nichts machen, was aus gesamtwirtschaftlicher Sicht defekt ist. Also es gibt einfach diesen Unterschied zwischen einzelwirtschaftlich rationalen und kollektiv rationalen. An vielen Stellen muss man schauen, dass man Regeln hinbekommt, die das Volonté de tous et Volonté générale abbilden. Wir sind für Volonté générale. Wir denken jenseits der Folgen, die nur aus der einzelnen Perspektive da sind. Man muss ein Rahmenwerk darum setzen. In Freiburg hätte man auch Bundespolitik gesagt. Ein Rahmenwerk darum setzen, das dem Einzelnen die Freiheit zu entscheiden lässt und alle die Folgen für die Entscheidung auch tragen lässt. Also dieser Nexus zwischen etwas auslösen und den Anreizwirken ist einfach wieder herzustellen. Das schadet auch immer so Finanzstabilität. Jetzt habe ich zu oft Reklame dafür gemacht, ich werde morgen gucken, wie viel kriegst du auf der Ratingagenturen? Ratingagenturen, das ist, die nennen wir Riesentechnik immer. Da gibt es einen Festschrift für Billy Hanke, die hat der Stabatti rausgegeben. Und da habe ich schon mal etwas über Ratingagenturen geschrieben. Das Problem sind die nicht als solche. Nur wenn Sie anschauen, die Fähigkeit von vier unterschiedlichen Institutionen, um Kreditwürdigkeit abzubilden und einen Wettlauf machen zwischen den vier, wer ist der Beste, dann sind die Ratingagenturen bei vier Läufen meistens auf Platz 5. Und dann fragt man sich, wieso setzt der öffentliche Sektor wie immer als Referenz, auch bei Basel 2. Deren Einflussgrund im Kern daher ist die Referenz sind. Und es war überhaupt keine gute Idee, dass sie sowohl diese strukturiert, dass es ihr Thema Interessenkonflikt, sowohl die Dinger bewertet haben und gleichzeitig gebaut haben. Wir haben 40% ihrer Erträge aus dem Bau bekommen, also gigantische Summen, und sie bewertet. Das ist der Traum eines Studenten. Er schreibt die Klausur im Sinne, er gibt die Aufgaben vor und er setzt.
sie ja abschaffen. Denn alles, was sie jetzt gemacht haben, war ja diese Krise, die sie andeutete, sozusagen zu multiplizieren. Ich habe mal einen rätigen Menschen gefragt, gesagt, ihr bekommt das zitierte Ergebnis, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kredit, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Staatsanwalt, dann müsst ihr ja Frühindikatoren haben. Denn ihr wisst ja mehr als andere über das, was noch kommen wird. Und dann hätte ich bei Gabel gewusst, welche Frühindikatoren ihr habt, und dann wüsste ich gerne weiter, ist dieser Zusammenhang zwischen Frühindikator und zu prognostizierenden Ergebnissen systematisch, und ist dieser Zusammenhang stramm? Wissen Sie, was er gesagt hat? Wir machen Geschäft und keine Wissenschaft. Wir beziehen uns auf das First Amendment Meinungsfreiheit. Wir stehen unter dem Schutz der journalistischen Meinungsfreiheit. Es gibt keinen haftungsrechtlichen Zusammenhang. Ich glaube, Ratingagenturen, die haben noch nie irgendetwas von den großen Dingen vorher gesagt. Das ist aber nicht das Problem der Ratingagenturen, sondern die eigentliche Frage beginnt dann, wenn die das noch nie gemacht haben, zum Beispiel als wir dieses Flugrennen gemacht haben, da gab es die große Krise um Enron. Von den richtig Riesenunfällen kein einziger entdeckt, sondern immer so eine Weile nachher dann runtergewertet. Enron wurde runtergewertet, als der Unfall schon längst passiert war. Das eigentliche Problem ist dann eigentlich, dass man im öffentlichen Sektor immer auf die Idee kommt, die in diese Rolle hineinzusetzen. So, jetzt wissen Sie, wieso ich gesagt habe, dass ich hier meine private Kapazität habe. Vielen Dank. Wir retten, können wir ihn nicht mühen.